Nicht, dass mir das ein Problem wäre, weil am Ende des Tages, selbst wenn du die Stadt kennst, rein zufällig begegnen, werden wir uns eher nicht. Ich treffe ja nicht mal die Leute, die ich kenne in der Stadt. Also, warum sollte ich dann irgendwelche Fremden da treffen? So, wir gehen jetzt mal direkt zur Ruine und schauen uns da um. Ja, Kosik, da siehst du schon, wie weit es gekommen ist. Ich lasse mir von meinem Mod verbieten, wo ich hingehe. Was ein Leben. Was ein Leben führe ich nur. Hallo? Ist ja gar keiner. Okay, hier habe ich auf jeden Fall eine Kiste geöffnet. Dann bist du fertig. Hast den Talisman in Truhe oben, solltest du auch haben. Habe ich das hier? War hier nur die Truhe drin? Hier war nur die Truhe drin. Okay, wenn ich das schon habe, dann ist das in Ordnung. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Burg. Ihr wollt doch alle sehen, wie ich in die Burg gehe. Seid doch ehrlich. Da, 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 da. Da, 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 da. Bam! Hey, der lebt ja noch. Wieso lebst du noch? Habt ihr gesehen? Ich hab dem ganz genau die Achillessehne durchgeschnitten. Das ist mal präzise Chirurgie hier. À la Elden Ring. Nicht den Fuß abhacken, sondern nur das. Wer hat hier eigentlich den Ventilator angelassen, dass das so windig ist? Kann mir das einer erklären? Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, lauf vom See mal den Berg rauf. Vom See den Fluss hinauf. Wenn wir den nächsten Gnadepunkt haben, dann machen wir das. Kurz zwischendurch. Slash. Slash. Aua. Und zack. Was? Immer diese 1-Millimeter-Helden. So, wir machen das mal kaputt. Das braucht ja keiner. Oder du machst das Gefängnis hier. Das habe ich noch nicht gefunden, ne? Und hep. Und Slash. Du meinst das Gefängnis, bei dem ihr die ganze Zeit gescheitert seid? Kann das sein? Nein. Landet gleich ein Hubschrauber. Ach so. Aber von wem? Besucht uns Putin? Entschuldigung, ist vielleicht zu früh für Witze. Moment. Ist das hier noch so ein Gnadengefängnis? Das sieht fast so aus.
Jetzt weiß ich auch mal, wie die aussehen, weil ich habe vorhin noch gedacht, so Moment, wie sehen die eigentlich auf der Karte aus, wenn die noch nicht freigeschaltet sind? Mach das als erstes als Training. Ach, ihr seid doch vielleicht welche. Als Training. Training nannten sie es. Spaß macht, das haben sie gesagt. Okay, aber vorher gehen wir mal ganz kurz hier lang. Ihr seht schon, ich mache immer das andere. Mach mal das, ich gehe da lang. Mach mal das, ich gehe da lang. Tu mal dies, ich springe in den Tod. Okay, hier ist doch mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, hier ist nur ein kurzer Weg, aber hier sind Quallen. Qualis. Sehr viele Qualis. Ist da, wo Qualis sind, auch... Nee, hier war ich doch schon. Also hier war ich schon. Meine ich zumindest. Kommt mir sehr bekannt vor. Vor allem in die Ecke mit der Nachricht. Bisschen ruckelig und zuckerlich hier gerade. Da hängen ganz viele Fledermäuse. Kann es sein... Nee, das ist der Typ, der da einfach nur beobachtet. Das sieht doch verteufelt nach Portal aus. Mit den ganzen Peniswürmern hier. Hallo. Gibt's hier ein Hain? Nein. Da ist die Statue. Auch wieder so ein starker Verzögerer. Au! Okay, dem Stampfer muss ich ausweichen von vornherein. Das ist gut zu wissen. Wie mir doch einer am Zipperli hier. Ja, ich habe keine Flaschen. Ach, wieder zu spät. Bei dem Timing. Das Timing muss ich noch rausfinden.
Hab erst Landgrave geklärt, bin dann etwas in der roten Gegend rechts, hab dann die Untergrund von, die durch den Wald erreichbar ist, geklärt, dann heute nochmal Stormwind Castle gemacht und gerade mit der Träneninsel angefangen. Martin, seit wann zockst du? Du hast gesagt, du hast 6 Stunden für die Burg gebraucht. Wie viele Stunden hast du heute schon gezockt? Ja, du hast heute bestimmt keine 51 Stunden. Okay, bei dem merkt man richtig massiv, wie die Verzögerung kickt. Ja, danke. Also bei dem merkt man richtig die Verzögerung. Das ist schon krass. Leute, ihr müsst mir auch Bescheid sagen. Ich hab's vergessen. 4 oder 5 Mal waren es jetzt. App. Vielleicht so 10 Stunden. Oh je, oh je. Ja, ja, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Wie einfach. Ich glaube, du hast dein Ich meine das nicht ernst Emote vergessen. Ja. Weil wenn das die einfache Phase ist, da bin ich noch nicht durchgekommen. Na komm, mein Freund. Ich glaube, ich muss wieder vom einhändig auf einhändig gehen. Weil der einhändige Angriff ist lange, ist schneller. Schneller als der zweihändige. Die verkackte Animation ist trinkend, ist zu langsam. Ein bisschen Pattern lernen. Ein bisschen Angriffspattern lernen. Ihr seid gestorben. Das Problem ist halt, ja, deswegen liebe ich schnelle Waffen. Die machen vielleicht nicht so viel Schaden, aber man kann rollen
einen Hit landen und weiterrollen. Bei der Waffe ist das so. Jetzt überlege ich mir. Ja, könnte ich rollen. Mann, ist die lahm. War ich am Sonntag während eines Streams wenigstens beschäftigt. Ist auch was. Ich scheiße jetzt auf die 1000 Siegel. Immer das blöde Siegel suchen hier. Und der Witz ist, dass man trotz Angriff eigentlich nicht wegkommt, weil er direkt ein Combo nachschiebt. Aua. Das war klar. 1000, ja richtig, das ist richtig. Wenn sie nicht, ist sie S plus 2? Ist sie nicht schon höher? Ich weiß gar nicht, ob die nicht schon höher ist. Die ist plus 3. Also ja, sie ist plus 2, aber sie ist ja schon plus 3. Der ist gut mit, ja, der ist auch gut schwer mit langsamen Waffen. Was machst du da? Ja. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Wo habe ich die dritte Träne her? Du stellst mir Fragen. Irgendwo? Ich habe die irgendwo her. Habe ich mir nicht gemerkt. Tut mir leid. Danke, Ciavo. Danke. Da musst du mal in das Wort vom letzten Stream gucken. Vielleicht offenbart es dir dann. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Mit Easy Mode. Weißt du, Martin, du kannst mich mal am Zuckerli küssen. Du hast wahrscheinlich auch komplett Rüstung an, im Gegensatz zu mir. Weil du nicht den Manly Mate Modus machst, wo du sagst, hier, Hauptsache Brusthaar.
ziemlich nah um ihn herum getänzelt. Da sollte ich vielleicht rollen, weil das Angriffe sind, die auch mehr oder weniger hinter ihm treffen. So viele sehen, wie ich ein Stamina packen musste, um rollen zu können. Was ist das denn für eine Ausrede? Das war 2. Ach, fuck. Medium. Nicht quick, medium. Direkt mitgezuckt. Hat das eigentlich schon was von Komplexen, wenn man das macht? Jetzt aber. Ach, da macht er. Da macht er auch einen auf. Aua. Hallo? Hallöchen, wer auch immer das ist. Ich kann gerade nicht gucken. La 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 la
Warum? Warum Zweihänder? Warum? Mein allgemeiner Playstyle passt überhaupt nicht zu langsamen Waffen. Ja, wahrscheinlich genau deswegen. Das ist nicht die Waffe, das ist der Boss. Ja, ein bisschen was von beidem. Ich kann halt nicht kiten und hauen so einfach, weil jeder Angriff muss dreifach überlegt sein. Fuck. Zwei Katana. Ja. Zwei Waffen wären auch cool. Du vermisst ja dann die Range. Ich hab Dark Souls 2 nur mit Faustwaffen gespielt. Also Range vermissen verstehe ich. Aber ich muss ja dem hier quasi sowieso an der Kimme hängen. Also dürfte das ja trotzdem funktionieren. Der ist schwach gegen Blocken. Ja, das ist gut. Das darf ich nicht. Töte mich. Komm. Hast einen Freikill. Wie trifft er mich denn hinter sich mit einem Stich? Please explain. Dorn am Schild? Das macht doch gar keinen Sinn. Der hatte das Schild und sticht so zu. Wie trifft er mich denn hinter sich? Spätestens Phase 2 bringt der Close Range nichts. Ja. Deswegen wird darauf hinauslaufen, dass ich erst viel, viel später hier hinkomme, wenn ich viel, viel stärker bin. Diese verdammte Heilanimation, ne? Die dauert einfach 3 Jahre. 3 fucking Jahre. Wir gehen in die Burg. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Denn das würde Stunden dauern. Stunden. Das würde Stunden dauern. Weil ich viel zu schwach bin, viel zu langsam und viel zu schwach bin. Ich darf nicht blocken. Ich darf nicht blocken und ich darf nicht, also nicht Parry drücken. Das heißt, ich muss deutlich stärker werden für den. Ja, das hat Martin auch schon gesagt. Als er mir beim Anschauen umgefallen ist. Ja, das. Hauptsache erstmal den Streamer leiden lassen. Erstmal den Streamer leiden lassen. Wie geil sieht dieses Ding bitte aus? Also. Alter, wie geil sieht die aus? Who the heck are you? Du hast da sowas im Gesicht. Ist okay? Lass mich raten, das ist Magus, Madus, Manicus, Maracus.
Margit? Mein Lieber, du, das klingt wie ein Frauenname. Das klingt wie ein... Ist der Angriff vielleicht verzögert? Ist der vielleicht verzögert? So, so, so ist also die Regel hier. Das kann ich auch. Aua. Yes, Drecksack! Danke, Eritos, für diesen netten Rat. Du hast auch ein Nass im Gesicht. Was? Warte. Einfach ab den wegwerfen. Ihr quatscht sehr viel. So viel zu Mage ist OP. Das liegt an meinen Händen, ihr kleinen Drecksäcke. Die können auch mal richtig spielen. Hauptsache, jetzt fängt die Welt hier an zu diskutieren, ob ich gut gespielt habe oder eher schlecht. Ihr wollt mich doch verkackeiern. So viel einfach mit dem Skill. Ja, der Skill ist schon gut, ne? Aber das, ganz ehrlich. Weißt du, das sind mir die Richtigen. Das sind mir die Richtigen. Dem Streamer immer schön bashen, wenn er schlecht spielt. Aber wenn er mal gut spielt, ja, dann liegt er der Waffe. Das liegt nur an der Waffe. An nichts anderem. Haben wir irgendwas Großes, Neues von dem bekommen? Nö. Ich habe mir dann gedacht, den Rest des Castles mache ich später und erstmal den Rest erkundet. Ach, das geht noch um diesen komischen Magma-Schmelzdinger. Reicht das? 7000? Ich verstehe. Ich würde ja gerne auf 20 leben, ne? Damit wir erstmal ein bisschen Polster haben. Schloss Sturmschleier. Ey, ist das eine hübsche Burg. Leute, Leute, Leute. Waffe OP, nimm eine andere, du nur. Ja, ich kann so, es gibt so eine Eisaxt am Anfang, die kann ich auch suchen, wenn ihr wollt. Die soll aber auch stark sein. Möchte ich nur mal so anmerken. Hä? Da unten ist eins und hier oben ist direkt wieder eins. Mhm.
Okay, hier geht eine Treppe lang. Ja, wenn dann immer ein Loch ist. Hier ist sehr viel Blut. Dual Wielding? Also ein Stab Dual Wielden wäre schon... Das wäre schon episch. Ich will einfach erstmal die Brücke hier komplett erforschen. Naja, was wir ja machen könnten. Wir haben noch nicht 30 Stärke. Und auch nicht 12 Glauben. Aber hier geht's doch noch weiter. Kommt man darüber? Später vielleicht. Wo du wieder los musst. Wo musst du denn hin? Wieder Nachtschicht arbeiten oder deine Kleine ins Bett bringen? Wobei 21 Uhr, die ist wahrscheinlich schon im Bett. Ja, stimmt, Dialyse. Da, wo du vorbeigelaufen bist. Da ist eine Tür. Das Verrückte ist tatsächlich, du könntest hier einfach durch so ein Loch klettern. Also in echt würde man einfach da durchklettern. Hätte ich nicht vorher den NPC holen sollen? Hallo. War das aber, das war doch in der Beta. Yes, that's the spirit. You're just, I pray for your success. Tust du nicht, du verarschst mich doch nur. The guard, you'll slip. Yeah, you're just, I pray. The guard, you'll slip. Of course, I understand. When you approach the gates, I'll signal them to open. It's only your neck on the line after all. Da wird man doch direkt von irgendwas beschossen. Goldene Rune. Ein Fragment. Das ist der Weg für richtige Männer.
Ihr wollt doch nur, dass ich sterbe. Seid ehrlich. Ihr wollt nur, dass ich da durchgehe und dann kommt ein riesiger Felsen oder ein Drache oder irgendwas, das mir abschießt. Geht doch. Ein Schmiedestein. Kann ich das Ding eigentlich benutzen? Nö. Schade, ich dachte, ich kann das selber benutzen. Dann wohl nicht. Ist hier was hinter? Ich warte immer noch auf die erste Geheimtür, ne? Muss ich mal so zugeben. Da oben. Und tot er ist. Da hat wieder einer diesen Obelisken einfach betitelt. Zwei, drei, vier. Aktuell sind 16 Hidden Walls bekannt. Im ganzen Spiel. Das sind nicht viele. Im Leimgriff ist ja keine. Man muss sich überlegen, dass hier dann irgendwelche Leute mit der Faust, also mit irgendwas gegen die Wand hauen, während sie durch die ganze Gegend rennen. Was bist du? Aha.
Wir machen einen Gegner. Wir nehmen einen Chimärenlöwen und binden ihn ein Schwert an die Pforte. Warum nicht? Hi, Traumwolke. Einen wunderschönen Mittwoch. Oh, jetzt... Die sind jetzt immer wieder da, ne? Boah. Habe ich mir gedacht. Wir gehen mal ganz kurz den Weg links lang. Ich möchte mal wissen, wo der lang führt. Ist ja nervig, wenn die immer wieder da sind. Erzähl mir, wie es auf... Wie... Okay. Wie es? Erzähl mir es, wie auf die Gegner... Welches Level bist du überhaupt, Martin? Da geht's hoch. Da geht's nicht weiter. 61. Okay. Klingt gar nicht so hoch tatsächlich vom reinen, von der reinen Zahl. Der Vogel ist größer als die anderen. Was seid ihr denn für Perverse, dass ihr einem armen Falken Schwerter ans Bein bindet. Der arme Falke. Hab den Boss von vorhin mit 25 gemacht und dann halt mit 55 hier den Rest. Ja, du hast ja schon gesagt, du bist quasi wieder zurückgelaufen. Da geht's weiter. Hier aber auch. Diese Burg ist verdammt hochgebaut. Uiuiui. Das war der Plan. Das war der Plan. Hier, da unten ist da nochmal was. Zack, da rap, da rap. Okay. Da ist der Eingang. Hier ist nun Felsen. Achtung, Vogel, Vorsicht, Beine. Das ist gut zu wissen. Der Sneak geht hier rum. Bolzen. Da.
Da geht's nicht hoch. Zumindest nicht zu Fuß. Kein schöner Ausblick voraus. Warum so fies? Aber ist doch schön. Wenn ich ehrlich bin, ist doch hübsch. Martin. Axoim. Du meintest, dass hier irgendwo ein NPC ist für die Quest hier drinne. Wäre es nicht sinnvoll, den erst zuerst zu holen? Nicht hierfür? Okay. Die Burg am Wald. Ach, für das, was hier unten ist. Das ist eine Burg. Oder das ist ein Keller von irgendwem. Bill Cosbys Keller oder so. Okay, auch nicht. Dann egal. Den Russen, du. Warum rennt dein Gesicht? Schmetterling, Pilz, Schmetterling. Kürbis und den Blutritter oben drauf. Ach so. So viele Burgen, so viele Geheimnisse. Und wir gehen wieder. Hätte ich nur rum. Rumpf die Bumpf. Vielen Dank für den Lurk, Kosik. Vielen, vielen Dank. Sneaky, sneaky. Ja, hat aber einen schweren Gang. Er sollte vielleicht mal Diät halten. Die Hakenkralle darf ich leider nicht benutzen, aber sehr geil. So, jetzt, wo der weg ist, können wir alles mal hier kaputt rollen. Einmal gegenchecken. Nichts drin. Man hätte ja meinen können, dass irgendwie in den Kisten was ist. Aber es ist nichts drin. Gut, das bedeutet einmal rauf. Willkommen zurück, Ikarus. Was hast du denn Feines gekocht? Ich wusste es. Am allerersten Mal schon, wo ich die Kiste gesehen habe. Glassplitter. Oh. Ich hoffe nicht, dass das wertvoll war. Jetzt ist es nichts mehr wert. Schlossen. Okay. Stimmt, Gek, du warst einkaufen. Nach. Zu viel. Ja, der Martin ist jetzt nur sauer, weil ich den komischen Madus oder wie der komische Vippel hier heißt, beim ersten Versuch geschafft habe. Der ist jetzt nur sauer deswegen. Okay, da geht's weiter, aber wir gehen kurz mal erstmal hier lang.
die Strafe. Okay, hier geht es echt deutlich, deutlich weiter rauf, 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 rauf. So schlimm also. Ich hab vergessen, mit der Fackel habe ich doch keinen keinen Powerangriff. Alter, das Scheiße, der Einkauf. Die Leute spinnen hier wegen dem Krieg und so. Es ist hier Sonnenblumenölknappheit und man macht Angst, dass es bald kein Brot gibt, weil Spanien über 45% seines Getreides aus dem Osten Europas herholt. 20, 30 Seelen.